Nein, warum ist das so trüb? Richtig viele Karpfen, let's go! Wunderschöner Spiegelkarpfen, ein richtiges Schleimbündel und noch ein riesiger Graskarpfen. Der erste Silberkarpfen von diesem Jahr. Und damit hallihallo und moin zusammen und herzlich willkommen zu den ersten paar Mal Schnorcheln dieses Jahr im Schützensee, denn es ist wieder warm genug. Wie man hier sieht, sieht man nichts. Es war nämlich extrem trüb das erste Mal, als wir dieses Jahr schnorcheln waren. Ein paar Karpfen haben wir trotzdem gefunden, die kann man hier annähernd sogar erkennen. Das lag wahrscheinlich am ganzen Regen, Wind, vielleicht sogar an der Algenblüte, da wird es ein bisschen trüber, aber trotzdem haben wir, wie so oft am Steg, einen wunderschönen, doch nicht ganz so kleinen Hecht gefunden. In diesem Clip habe ich aber ein bisschen mit den Farben rumgespielt. Eigentlich war das alles ein bisschen sehr beschissener, die Sicht. Aber das zweite Mal, als wir schnorcheln gegangen waren, sah das dann alles schon sehr viel schöner aus. Es war genau so hier. Wieder relativ klar, noch nicht die klarste Sicht, die wir bis jetzt hatten. Mit jetzt schon 3-4 Karpfen, die wir gerade gesehen haben. Ein riesiger Graskarpfen, wie ich ihn früher genannt habe, King-Karpfen. Ein wunderschöner Schuppenkarpfen, der hier lang schwimmt, hell erleuchtet. Und unter mir noch 2 relativ dunkle Karpfen, die am Boden ein bisschen entlang geschwommen sind. Eigentlich wäre das schon Material für ein Finale, aber im Schützensee ist sowas quasi komplett normal. Und in dem Clip habe ich hier ein bisschen mein Kopftuch im Wasser verloren und versuche hier sehr hektisch das aufzuheben. Ich bin mir nicht sicher, warum ich das gefilmt habe, aber es sieht ziemlich lustig aus. Leuten rumschwimmen und scheinbar ist gerade auch ziemlich Paarungszeit bei den ganzen Fischen im See. Was aber auch sehr gut ist, weil da kann man die super toll sehen. Und hier sind wir an einer sehr klaren Stelle, an einer Seite vom See, wo wir noch nie waren, bei einer sehr coolen, bei diesem coolen Überhang mit komischen kleinen Larvengedingern, von denen ich keine Ahnung habe, was sie sind. Falls ihr das wisst, bitte in die Kommentare. Und hier haben wir wieder ein paar Clips, die eigentlich finale Material gewesen wären, wäre es nicht der Schützensee, weil hier sieht man sowas absolut jedes Mal, wenn man schnorcheln geht. Und zwar diese ganz vielen tollen Spiegelkarpfen hier, wenn man stehen bleibt, schwimmen die wirklich einfach ganz neugierig um einen rum, sobald man sich bewegt, hauen sie ab leider. Aber ist trotzdem sehr, sehr schön. Und ja, man hat wirklich alles gesehen. Da waren Graskarpfen, da waren Schleien, da waren Spiegelkarpfen, da waren Schuppenkarpfen, da war wirklich alles unterwegs. Es ist absolut wunderschön, wieder schnorcheln zu gehen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Aber erstmal gehen wir an die Ostsee in den Urlaub. Freut euch da auf jeden Fall auf ein Video. Aber jetzt kommt es zu komisch abgeschnitten, weil ich habe irgendeine Scheiße gelabert. Hier sind ein paar schöne Bilder von Karpfen in der Sonne. Eins sogar relativ schön scharf gestellt. Und gleich haben wir hier auch ein Bild von 3 Schleien in einem Knäuel. Und das leitet uns direkt über zum... Boah, Überleitung, Halbfinale. Das da wäre diese 3 Schleien, die hier auch ein bisschen in die Kamera scheißen scheinbar. Es ist nämlich gerade Laichzeit bei den ganzen Gefischen, habe ich vorhin schon erzählt. Und dann schwimmen die in einer Gruppe von 3 Leuten, haha, durch die Gegend. Was auf jeden Fall sehr, 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 sehr cool aussah. Und hier sind nochmal ein paar mehr Karpfen auch am Rumschwimmen, aber das Wichtigste war eigentlich die Schleien. Sehr, sehr schön. Und damit willkommen zum Finale dieses Videos. Und zwar ein wunderschön gefilmter, riesiger, 1 Meter großer, dunkler Silberkarpfen. Aus irgendeinem Grund waren dieses Mal mehr die normalen Karpfen in Gruppen und die Silberkarpfen alleine unterwegs. Einen habe ich sogar mit super Makroaufnahme komplett unscharf gefilmt. Aber ein wunderschöner Karpfen auf jeden Fall. Und das soll es auch gewesen sein mit diesem doch etwas kürzeren Anbaden-Video. Tschüssikowski, Schlüsselbus und ab. Wow!